Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Kingdom Come, Deliverance. Und ja, in der letzten Folge haben wir den Schatz Nummer 3 vergeblich gesucht. Ja, konnten wegen Überladung uns nicht mehr weiter bewegen. Das war sowieso unglaublich, ja. Ja, ein lustiges Inzwischen Ende. Inzwischen ist alles repariert. Und der Schatz ist und ebenfalls wir gefunden. Sind hier. Genau. Er war viel weiter unterhalb der Brücke. Ja, als der ist viel weiter südlich, wie wir ihn vermutet haben, weil auf der Karte ist ja so etwa auf der Höhe zwischen Straße und Brücke. Und hier und da haben wir natürlich die ganze Gegend abgesucht. Ja, da haben wir auch noch geguckt, da wo diese kahle Stelle ist. Ja. Und es ist gar nicht so weit weg von dieser kahlen Stelle nämlich. Ja, ja, da waren wir schon fast da. Ja. Nur ein kleines Stückchen weiter nach Südwesten. Genau. Und hier sind wir. Und da ist das Haus. Und da ist diese Hütte. Da kann man nicht rein. Die ist merkwürdigerweise rundum zu, keine Tür. Da hat man nie eine Tür, ne? Aber dafür gibt es hier eine Kiste. Aber hinterm Haus. Sehr schwer. Steckt eine sehr schwer Kiste. Mal wieder. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch haben. Aber er sagt nicht, dass sie zu schwer ist, lustigerweise. Wir hatten ja schon mehrere sehr schwere, die wir aufgekriegt haben. Und dann hat er wieder gesagt, zu schwer. Also das sind bestimmt Punkte, die wir nicht kennen. Na, Konzentration, ja, bitte. Ja, das war fehlgeschlagen. Klar. Also, das war klar. Mit den Zehen? Nein. Also, nochmal. Ja, also, beim zweiten Versuch doch. Hat es geschafft. Also man merkt schon, dass da ein Fortschritt ist, was das Öffnen von sehr schwer zu öffnenden Truhen angeht. Brigantine, 1500. Und Kohle, ja. Jagdschwert, oh, die Magdeburger Plattenbeine sind gar nicht übel. Was hast denn du für welche an? Ich glaube, das sind die, die ich auch anhabe. Wir gucken gleich mal. 400 Groschen. Beinlinge auch 1800. Die meine ich ja. Schlappens für einen Schlappen 500er Ring und ein Würfel für Ungerade. Ja. Na gut. Komm mal gucken, was hast du für Beinlinge? Ja, ja. Hatte ich vor. Die Brigantine ist genauso gut wie unsere. Ja, kann man in Satteltaschen wieder haben. Und Heinrich ist ziemlich schmutzig, wie man sieht. Die Beinlinge sind besser. Na, muss man immer mal wieder gucken. Anziehen. Mal. Die modischen Schlappen, na, die können wir gleich mal ins Pferd packen, den Ring auch. Wenn es auch nicht schwer ist. Was hattest du für Schuhe an? So, vorher? Die Augsburger, die können wir jetzt im Pebbles verstauen. Die Magdeburger sind besser. Und diese Brigantine auch. Halt. Mhm. Gut. Ja, sehr schön. Das war's. Da kann man ja mal sich drüber freuen. Hä? So, und dann geht jetzt, müssen wir dann jetzt diesen Jungen ganz finden. Fix Foxy zum Kloster. Ja, müssen wir nicht erst diesen Jungen finden hier, diesen, der da eintritt? Ja, der ist ja da im Gasthaus beim Kloster. Ach so, da ist er. Da war ich doch in der letzten Folge so verwirrt, weil ich den im Gasthaus in der Stadt in Sasau vermutet habe. Zwei Gasthäuser hier in Sasau. Also aber die Markierung zeigt ja auf das Gasthaus beim Kloster. Hier. Pebbles. Na, sie sieht wieder aus wie vorher, ne? Ja, ach so. Ich wollte aufsteigen, nicht pfeifen. Ist doch schon hier, Mensch. Warum hast du denn nochmal gepfiffen? Tja. Weil beides. Aufsteigen, absteigen und rufen ist alles Y. Ah, verstehe. Ich hoffe, das kannst du Pebbles auch gut erklären. Und wenn ich nicht drauf sitze, dann rufe ich sie eben mit Y. Und wenn ich daneben stehe und kann dann nicht aufsteigen, dann pfeife ich eben nochmal. Sag mal, es ist schon ziemlich spät. Ja. Kann man da auch nachts im Kloster eintreten?
Ach, da gehen wir dann schlafen. Jetzt müssen wir erstmal den Typen finden. Gut. Wir wissen ja nicht, wie der heißt. Bursche heißt der vielleicht. Bursche, die sind. Na, der könnte sein. Ein Dorfbewohner, ist nee, der Dorfbewohner, nee, das ist der einzige, der noch mehr gewesen, aussieht, als könnte er ins Kloster gehen wollen. Meinst du? Willst du ins Kloster? Da waren doch noch mehr Leute, du hast ja gar nicht alle angeguckt. Ja, die sind alle so alt und das eine war, glaube ich, der Festmaler. Hier steht einer, guck ihn dir an. Das ist ein Wirtshaus Raufbold. Wollen wir raufen? Nein, wir wollen jetzt nicht raufen. Heinrich. Karl. Karl. Der ist ein Karl. Ja, quatsch mal an. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Oh hat ja, ich wollte mich doch waschen. Du musst dich waschen. Ja. Bist du zufällig Karl? Bin ich. Warum fragst du? Ich hörte, bist du für das Kloster bestimmt. Das ist wahr. Aber ich konnte meinen getreuen Beschützer Manfred überzeugen, mir noch ein paar Tage Freiheit zu gönnen. Aha. Allerdings erlaubt er mir nicht, die Freudenmädchen zu besuchen. Weshalb ich an meinen letzten Tagen dem Alkohol fröne. Mit wem habe ich die Ehre? Ich heiße Heinrich. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bring's sofort. Ja. Können wir unter vier Augen sprechen? Können wir unter vier Augen sprechen? Es gibt da etwas wegen des Klosters. Im Ernst? Ich würde gern mit dir darüber sprechen. Aber solange Manfred mir im Nacken sitzt, haben wir keine Ruhe. Werde ihn für mich los. Gewiss, bitte. Bin sofort zurück. Aha. Können wir versuchen. Was ist denn? Manfred ist ein Beschützer. Pass auf, wo du wer ist ein Manfred? Hä? Sein Beschützer, der auf ihn aufpasst. Das kann ja eigentlich nur der neben ihm sein. Gut, ich wollte mich mal. Nur das schnell der, mal ich waschen, ich verstehe schon, ja. Bevor ich den anquatsch. Ja. Oh nein, nein. Das kommt davon. Da ist ja noch was. Wo ist hier Wasser? Nein. Die müssen da doch irgendwo mal Wasser haben. Ja. Da ist Wasser. Sieht ein bisschen gelblich aus, da haben sich schon einige drin gewaschen, aber egal. So. Was denn? Was wolltest du gucken? Ich wollte mal gucken, von wegen Charisma und so. Ja, aber das findest du doch hier nicht, oder? Mmh, bist beim Pferd. Die Kota, die ach so, du könnte willst dir was helfen. Dann willst du was Besseres anziehen. Ja, mal. Ach, und hier. Den blöden Hut. Nimm doch mal einen anderen. Ich hab keinen anderen. Gelbe Kotardie. Du hast 18 Charisma. Auch 18. Rote. 18. Oh. Hier, 19 war er eben. Was war das? Ja, der das Spitzhut. War dein Spitzhut. Na, dann behalt ihn halt auf. Wenn du ihn so liebst. Wo ich glaube, weiter kommst du auch nicht. Bisher war 19 das Höchste. Ja. Und diese... der Brokat-Ding sieht dir eigentlich sehr gut aus. Das andere ist viel schlimmer alles, weil es so kriegerisch ist. Hm. Okay, wir bleiben so. Hast du jetzt 18 oder 19? Ja, jetzt. 18 hast du jetzt nur noch. Jetzt habe ich nur 18. Ja, das ist irgendwas, das ist hast du da. Blöd. Was habe ich denn da jetzt wieder ausgezogen? Ich weiß nicht, was du da. Sollte man gucken, vielleicht. 19 ist es jetzt wieder. Ja, ja. Gut, passt. Ach, Frau ist nichts dagegen. Wenn es jetzt eine Frau wäre, die irgendwie sich anzieht zur Oper und so, dann würde man schon wieder sagen, typisch Frau. Naja, ist hallo, wichtig. Heinrich. Haben wir ja festgestellt. Auch so, bist du Manfred? Ist, an dem du dich nie wieder in Verlegenheit bringen wirst. Aha, er ist wohl... Ein kleiner Tu-nicht-gut, Beschützer Manfred, ja. Habe ich mir doch gedacht. Möge das kann Gott dir Gesundheit bescheren. Danke. Wie kann ich helfen? Vielleicht können wir dir helfen. Bist du Manfred, der Beschützer des jungen Herrn? Der bin ich. Warum? Nee, nee. Ich
versuche ihn abzufüllen. Ja? Du musst einen Mordsdurst haben. Wartest mit ihm seit Tagen, siehst zu, wie er sich besäuft und du selbst nimmst keinen Schluck? Zweifellos hätte ich gern einen Krug Bier. Aber wenn ich meine Sinne auch nur im geringsten trübe, brockt sich der Tonig gut gewiss Ärger ein. Dann trinken wir gemeinsam. Und wenn du angeheitert bist, behalte ich ihn im Auge. Du hast etwas Heiterkeit verdient. Du siehst vertrauenswürdig aus. Was wollen wir trinken? Und da wir schon dabei sind, wie wäre es mit einem kleinen Spielchen? Möge Gott mit dir sein. Charisma und Redekunst ist nicht zu verachten, ne? Ja, ja. Das sind die meisten Spielen, guten Spielen jedenfalls, spielt eine große Rolle. Und soll ich immer kämpfen? Ich nehme einen davon und diesen. So, bestätigen mit B. Heiliger Georg, führe meine Hand. Ja, ja. Aha. Ja, drei Stück und ein Fünfer. Ja. Wir sind bescheiden. Ja. Die Bedienung ist heute ein bisschen tranig. Ah, guck, das gibt bis 3000. Ja. Ja. Ja, die drei Vierer und ein Einser. Wir lassen es dabei. Ja. Oh, 3 Sechser, 600, 700, soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. Ja, ist auch schlauer. Mit 2 Würfeln ist das Risiko verdammt groß. Man weiß nicht. So, jetzt haben wir aber nichts Vernünftiges. Hier nur 2 Fünfer. Ja. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Der ist schon da. Zwei Einser. Ja, hierher, ich will bestellen. Na, einmal können wir es noch riskieren, ne? Ich weiß nicht. Na gut, dann soll es eben nicht mehr sein, und? Ja, ein bisschen mehr ist es aber. Viel war das nicht. Ich hätte gern Bier. Nee, Mann, wow. Nicht übel. Oh, 4 Einsen. Wir sollten uns mal deine Würfel angucken. Oh. Wir sollten uns mal echt seine Würfel angucken. Hund. Wir haben 3 Sechser. Ja. Na, da war auf einen Schlag gut aufgeholt. Ja, und wenn ich 3 zur Seite lege, dann kann ich nicht nochmal würfeln. Nee, aber okay, das ist, wir nehmen die 600 mit. Man, er gewinnt wahrscheinlich. Ja. Oh, hat schon gewonnen. Du hast verloren. Nicht gut. Jetzt kommt er schon wieder zurück? Nein, bitte nicht. Und du meintest, du trinkst heute nicht. Ruhe. Ich gehe ins Bett. Da hast du ein paar Münzen. Tupf dich aus. Morgen geht's ins Kloster. Ach, er ist schon besoffen. Kannst du nicht mehr rausrücken? Das reicht nicht mal für eine hierher. Für Bier reicht's. Gute Nacht. Ah, der ist ganz schön abgefüllt, ist ja? Gut, Faut er ab, ist Gott sei Dank. Dafür hat sich's gelohnt zu verlieren. Ja. Ich habe nur 2 Hände. Gut. Hallo, Karl. Na, Manfred, sind wir los. Genau wie du wolltest. Gott sei Dank. Er lässt mich nicht aus den Augen und ist geradezu erpicht darauf, mich ins Kloster zu stecken, damit er nach Hause kann. Tja, kann man ihm irgendwie nicht verdenken. Weshalb wirst du ins Kloster gesteckt? Wie alle lustvollen Burschen liebe ich liebreizende Mädchen. Eine liebte ich zu sehr und sagen wir mal, sie war 9 Monate lang unpässlich. Aber dafür stecken sie ja nicht ins Kloster. Wenn sie die Tochter deines Lehnsherrn ist, schon. Scheiße. Scheiße ist milde ausgedrückt. Der Herr von Bukova war gar nicht erfreut. Er kann seine Tochter nun nicht mehr verheiraten und stellte Vater vor die Wahl. Entweder er zahlt 1000 Groschen und serviert meine Eier auf einem Silbertablett, oder er zahlt 1000 Groschen und steckt mich irgendwo hin, wo ich nie wieder gesehen werde. Tja. Weshalb sitzt dir dein Wächter ständig im Nacken? Na, damit ich nicht klar weglaufe. Natürlich kann ich mich frei bewegen, aber er beobachtet mich auf Schritt und Tritt, bis ich hinter den Klostermauern bin. Nun, jetzt beobachtet er dich nicht.
Was bringt mir das, wenn er das ganze Geld hat und sogar meinen Sattel und Umhang hinter Schloss und Riegel hält? Warum läufst du nicht einfach weg? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster auf der anderen Seite wählen müsste, gewinnt das Kloster. Könnte ich dem Alten nur den Geldbeutel stehlen, dann wäre ich über alle Berge und niemand würde mich jemals wiedersehen. Was werden wir ja wohl tun müssen. Ja. Das wäre alles. Auf bald. Naja, der ist ja besoffen, das kann man nur hoffen. Weißt du, wo der schläft? Halt, wir müssen uns erstmal ein Zimmer nehmen. Wir müssen uns ja umziehen und das möglichst unauffällig. Kann ich hier schlafen? Ich kann wohl etwas finden. Für wie lange? Eine Nacht wie immer. Nur die eine Nacht. Kann man das Kein Problem, abkürzen? Aber du zahlst im Voraus. Wohl nicht da. Hier, dein Geld. Du hast es ganz für dich. Keiner wird dich stören. Lebe wohl. Gut. Wir versuchen wohl zu leben. So, ab in unser Zimmer. Jetzt musst du dich umziehen. Jetzt müssen wir uns umziehen, genau. Damit du schleichen kannst. Musst du ja schon wieder umziehen. Hol, interessante Sachen trinkst du da mit dir herum. Ja, doch. Wow. Er entblättert sich. So. Dann gib mal her unsere Nachtsachen. Was sind denn Nachtsachen? Ich weiß nicht, was das... Ja, zum nachts rumschleichen. Reicht denn nicht, wenn man in Unterwäsche rumläuft? Ich weiß nicht. Meinst du, es muss etwas dunkler sein oder wie? Ja, es muss auf jeden Fall dunkel sein. Ja, man sieht's dann. Mal gucken. Rüstung haben wir. Ziehen wir das mal an. Mal sehen, was besser ist. Ja, das ist besser. Ja. Null Geräusche, das eindeutig. Ist sehr gut. So. Wird noch mal etwas besser. Noch mal besser. Es wird immer besser. Naja, die Aufwendigkeit. Die schlechter so. Können wir gleich wieder ins Pferd packen. So. Gut. Null Geräusche, 22, 25 auffällig und Sichtbarkeit. Das müsste gehen. So, dann werde ich das aber jetzt mal speichern. Ja, ja, auf jeden Fall. Man weiß ja nicht. Laden müssen. Ja, den können wir locker überschreiben. So. Halt. Ich weiß schon, wir sind Nachtfalken. Nachtfalken, ja. Wo hab ich ihn? Muss ich bald mal wieder welche nachmachen, ne? Du hast wahrscheinlich gar keinen mehr, ne? Doch, es hängt ja bei Trank an. Trank des Nachtfalken. Ich habe immer bei N geguckt. Aber du musst wirklich welche nachmachen, glaube ich. Okay. Was war das jetzt? Keine Ahnung, du hast ein bisschen schnell Ja. Ausgezogen, umgezogen, dabei hast du so liebevoll alles gemacht. Nee, du wolltest jetzt trinken, oder? Ja. Na gut. Der könnte ja sein, dass er hier oben ist. Ich hoffe, die gucken hier nicht hoch, aber hier war es eigentlich so dunkel, dass ich die gar nicht gesehen habe. Ah, da schläft er. Gucken wir, weil er schläft.
Der pennt. Ja, Füßen stehen seine. Taschendiebstahl musst du wohl machen, oder? Nee, das ist mir zu riskant. Das kann ich nicht. Bis ich dem seine Taschen durchwühlt habe, ist das ganze Dorf in Aufruhr. Plündern musst du dann halt. Ja, das Schreiben, das ist das Wichtigste. Geldbeutel. Mehr nur das Geldbeutel, den Geldbeutel. Mehr nehmen wir nicht. Das andere ist doch wirklich... Ja, den Rest kann er behalten. Klar, also komm. Lass die Tür wieder zumachen. Tür zu. Muss ja nicht jeder sofort sehen. So, dann kannst du in dein Zimmer gehen und dich wieder umziehen, oder? Ja. Besser, wenn du so normal auftrittst. Jetzt fällst du ja auf mit deinen komischen, dunklen Sachen hier. Bist du Clown? Nein, ich doch nicht. Den Ring, ja, kann man auch sehen, ja. Hatte ich die hier? Ah. Das weißt du nie. Das ist immer das Gleiche bei dir. Würde mir aber auch so gehen. Ach Quatsch, die wollte ich gar nicht anziehen. Egal. Fliegt sowieso gleich wieder raus. Ja. Ah ja, es ist ja eigentlich völlig... Und Kriegswams kannst du noch anziehen. Hast ja alles an. Ja, kann ich anziehen, aber brauchen wir ja eigentlich nicht. Wir müssen uns ja sowieso... Ach so, wenn du zum Kloster du gehst... Du weißt doch, Kloster, ohne weltliche Last. Oh, da musst du deine Sachen leg irgendwo alle ablagen. Deine irdischen Güter ab oder vermach sie dem Kloster. Ja, und wo gehst du dann hier mit den Sachen? Packst du hier in die... Musst du dann nicht mehr Tage irgendwo bezahlen oder was? Oder wie? Hä? Heinrich, schön, dass du da bist. Was muss ich tun, damit ich was zu trinken habe? Ist er jetzt abgehauen? Das ist er doch. War er das? Karl. Ich habe deine Sachen. Wunderbar. Gib mir den Beutel. Mit dem Schreiben kannst du machen, was du willst. Okay. Na gut. Ihm das ganze Geld geben. Wir geben ihm das ganze Geld. Bitte sehr. Wir brauchen es wirklich nicht. Viel Glück. Was auch immer du mit diesen Mönchen vorhast. Mach dich lieber auf den Weg, bevor Manfred merkt, dass er bestohlen wurde. Ja, und was musst du nun tun? Meine Sachen packen und verschwinden. Wenn der Alte merkt, dass ich weg bin, möchte ich über alle Berge sein. Alles Gute. Okay. Na gut. So, du musst jetzt deine ganzen Sachen irgendwo ablegen. Und wo? Ich muss jetzt erstmal wieder zu meiner Truhe und alles ablegen, ja. Aber kannst du dann überhaupt das Zimmer behalten hier, wenn du das gar nicht bezahlst? Ist doch meine Truhe, die kommt doch überall hin mit. Ach, stimmt, ja. Aber nicht ins Kloster. Na gut. Einiges ist ja auch nicht so richtig. Du weißt doch, da darf ich dich ein bisschen wundern, oder? Weißt du nicht, wie das in Klöstern so ist? Nein, ich kenne mich nicht aus dem Kloster. Ich habe auch noch nie die Absicht, mich ins Kloster zu begeben. Ich war auch noch nicht im Kloster, aber ich... Nee, mach mal besser einzeln. Weiter, alles weg. Heinrich geht in der Unterhose. Was, ehrlich? Da muss er nicht lang was ablegen. Hast du ein Büßergewand? Ja, der geht schon mal im Büßergewand hin. Ich muss mich nur... Na, wahrscheinlich muss ich mich gar nicht beeilen, aber sicher ist sicher... Die Schlüssel kann man nicht ablegen, also gut. Das sollte ich mal wieder speichern. Ja. So, und jetzt nichts wie weg hier. Wie siehst du jetzt? Bevor der wieder aufwacht. Nichts wie weg, gut, okay. Alles klar. Wenn der dann aufwacht, wird er... Dann musst du ja auch da lassen, oder? Nee, du kannst ja mit dem Pferd erstmal dahin reiten. Ja, Pebbles geht nicht ins Kloster. Nein. Die ist nicht so blöd. Pebbles. Mann, das ist aber wirklich nicht in Ordnung. Bist doch unser Kumpel. Musst du eigentlich machen, was wir tun. Gott schütze dich, Heinrich. Ich tun ja auch nicht, was sie tun. Ich auch. Pebbles, die will immer in den Garten darüber. Guck mal, die Kuh, die schläft da. Ja. Was soll sie nachts auch sonst machen?
Zweifel will wirklich nicht ins Kloster. Nein. Bei jeder Abzweigung versucht sie abzuhauen. Okay, Peppes, du musst auch nicht ins Kloster. Du kannst jetzt hier bleiben. Nein, du darfst hier stehen bleiben, darfst auch rumlaufen und grasen. Ich verteidige alles, was in deinen Satteltaschen ist. Wir wollen es hinterher wieder haben. Guck mal, so sieht er aus. Ja, toll. Putzig. Nicht meine Waffe. Na gut. So. Alles, was er dabei hat, sind die Questgegenstände und zwei Schlüssel. Aber wir werden wahrscheinlich sowieso erstmal übernachten müssen. Ja, da kannst du ja da schlafen. Ich glaube, ich habe gelesen, dass wir uns beim Bruder Pförtner melden sollen. Sattheit 69 ist nicht gut. Nee, man weiß ja nicht, wie das nächste Mal wieder was zu essen. Da kann man doch gar nicht schlafen, na gut, wenn man so hungrig ist. Schlaf halt in der Krankenstube. Nimm einen von den armen Teufeln sein Bett weg. Das Schwein träumt, hast gehört? Ja, hat Leute oink, voll. Oink. Ja. Ja, auch Schweine können träumen. So. Na gut. Ich würde ja lieber draußen schlafen, aber ja, draußen. Ich auch. Draußen ist wahrscheinlich doch ein bisschen angenehmer als. Also, ich bin dafür, dass man Heinrich einen Schlafsack zur Verfügung stellt. Ja, was hatten wir ja auch schon. Mein Witcher gesagt, und das hat man uns nicht gegönnt. Ja. Meinst du, der Bruder Pförtner ist um 8 schon wach? Hust. Na ja, der muss ja erst mal zur Messe gehen. Stimmt, nehme ich er an. Frühmesse, ich meine, eigentlich müssten die früh erst mal zur Messe gehen, da gibt's Frühstück, dann gehen sie wieder zur Messe, dann gibt's Mittagessen, dann gehen sie wieder zur Messe. So stellen wir so uns das vor. So stellt sich Klein Fritzchen das Kloster vor. Wir waren ja mal auf Zypern, waren wir in so einem Kloster, also nicht, da waren wir, aber wir haben es besucht, es war ganz nett, die Atmosphäre war da sehr schön. Mit den Frauen von so einem... Hallo, Bruder Elias. Nonnenkloster. Der ist... Aber auch mit sehr viel, sehr wirtschaftlich, also sie haben eine ganze Menge Landwirtschaft betrieben. Und das fand ich doch interessant, da wo die Schwalben rein und rausgeflogen sind, weißt du? In Zypern? Ja, ja, ja. Aber die Bruder waren fast Elias alle alt, die Nonnen, die da waren. Nicht immer so richtig Nachwuchs kommt da auch nicht. Also ich meine, das darf ja auch nicht sein direkt. Das ist der Kloster. Aber ich glaube, so viele junge Leute wollen da auch nicht hin, was ich sehr gut verstehen kann. Ja. So, jetzt wollen wir den Finn hier, den Pförtner oder wie? Ja, der steht doch hier immer am Tor, ne? Siehst du? Ist er das Der Finn? Ist gerade, nö, das ist Bauer. Ein Bauer, der hier rumsteht. Da warten wir mal ein Stündchen. Ja. Mal gucken. Bevor wir dann endgültig ins Kloster gehen, machen wir dann Schluss. Also nachdem du mit dem Pförtner gesprochen hast. Oder kommst du dann gleich direkt rein? Hallo, Herr. Der sieht aus wie der Pförtner. Bruder Pförtner. Ich bin der Novize Karl. Ich bin Karl. Ich soll Novize werden. Wir haben dich früher erwartet. Hätte dich dein Beschützer nicht begleiten sollen. In letzter Zeit ist es hier etwas hektisch. Leute tauchen aus heiterem Himmel auf. Na sowas. Er hatte zu viele Krüge, stimmt ja. Er hat sich letzte Nacht betrunken und konnte mich nicht begleiten. Wie verantwortungslos. Und du teilst seine Schuld, da du ihn verlassen hast. Obgleich Trunkenheit natürlich eine Sünde ist. Na, eben. Nun gut. Kannst du lesen und schreiben? Natürlich, sonst wäre ich nicht hier. Nun denn, bist du bereit, dich dem Benediktinerorden anzuschließen und den Versuchungen dieser Welt für immer zu entsagen? Nein. Eigentlich nicht. Ja. Dann musst du dich sämtlicher weltlicher Besitztümer entledigen. Verkauf sie, gib sie den Bedürftigen oder spende sie dem Kloster. Es ist dir nicht erlaubt, diesen Ort unter der Bürde weltlicher Güter zu betreten. Im Torhaus befindet sich eine Truhe mit einer Mönchsrobe. Entledige dich deiner Habe und wirf die Kutte über. Dann kannst du ruhen, während ich den Prior aufsuche, um deine Aufnahme abzuwickeln. Lebe wohl. Na gut, das müsste gleich hier sein, ne? Das würde... Die eine Tür ist... Aber stell dir mal vor, du weißt es nicht. Sind dann die Sachen weg? Ja, du weißt es nicht, dann ist alles weg. Oh, ja. Oh, da guckst du aber dumm aus der Wäsche. Ich wusste nicht, wie sehr ich mich daran gewöhnt hatte. Da kann man nur hoffen, dass man rechtzeitig gespeichert hat. Es ist alles vorbereitet. Die Zeit ist gekommen, um deinen Schwur abzulegen. Muss ich das hier wirklich anziehen?
Du solltest dich lieber daran gewöhnen, denn diese Kutte trägst du den Rest deines Lebens. Die wird nie gewaschen, stimmt. So sieht die auch aus. Ist doch praktisch. Kann man neben das Bett stellen und im Stehen reinschlüpfen. Oh je, zum letzten Mal die Sonne, ja. Na, stell dir mal vor, wenn du jetzt wirklich da eintreten musst und du willst es nicht. Das ist doch die schlimmste Strafe, die man sich vorstellen kann. Ja. Für viele war es die einzige Möglichkeit, irgendwas zu lernen. Wir lesen oder schreiben. Aber es waren meistens die Wohlhabenden. Ja, klar. Die haben sich in der Regel ja auch eingekauft. Das waren die jüngsten Söhne der Reichen. Ja, aber dafür konnten sie natürlich auch bis in die obersten Ränge der Kirchenhierarchie aufsteigen. Und so mancher Abt war mächtiger wie der Fürst. So, wer ist denn jetzt hier Pius? Tja, das scheinen alles neue Zugänge zu sein, ha? Alle Viere. Meine Brüder, wir haben uns heute hier versammelt, um einen neuen Novizen in unserer Mitte aufzunehmen. Einen? Liebster Bruder, vergiss dein bisheriges Leben und tritt ein in die Gemeinschaft der Ordensbrüder des heiligen Benedikt. Opus Dei, obedientia, opprobria. Der Dienst an Gott, Gehorsamkeit und die Duldung jedweder Unannehmlichkeit. Sie bilden das Fundament und die Grundpfeiler unseres Ordens, welche vom heutigen Tage an auch die deinen sein sollen. Muss das sein? Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam. Et non confundas me ab expectatione mea. Sing. Sing. Suscipe me, Domine, secundum. Eloquium tuum vivam. Der scheint nett zu sein. Et non confundas me ab expectatione me. Woher gibt mir Geduld? Nimm deinen neuen Namen an, Bruder Gregor. Und sing nie wieder. Und trage ihn mit Würde. Willkommen, Bruder. Willkommen, Bruder. Willkommen. Na gut. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt Schluss, wenn du kannst. Ja. Ich muss mich mal. Willkommen, Bruder. Ich bin Antonius, ein Novize wie du. Ich wurde angewiesen, dich herumzuführen und dir zu sagen, was dich erwartet und welche Aufgaben von dir verlangt werden. Ja, genau. Danke, dass du mir bei der Zeremonie geholfen hast. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Du kannst kein Latein, oder? Keine Sorge, bei der Arbeit im Skriptorium lernst du es schnell genug. Weshalb bist du hier? War es deine Entscheidung oder wurdest du gezwungen? Wir sprechen später drüber. Ich habe mich noch nicht zurechtgefunden. Können wir später darüber sprechen? Also gut, dann lasse ich dich jetzt alleine. Keine Sorge, du wirst dich schnell einleben. Erstmal los. Na dann los. Gut, aber bevor wir gehen, hier ist ein Brief des Priors, in dem deine täglichen Pflichten aufgelistet sind, die du von morgen an zu erledigen hast. Lies ihn spätestens am Abend, damit du weißt, wie die Dinge laufen. Wir können jetzt los. Bleib dicht bei mir. Ich werde dir alles erklären. Merk dir ein Wort. Disziplin. Es ist deine Aufgabe, zu arbeiten und zu beten. Du dienst jetzt dem Herrn, nicht dir selbst. Okay, ich glaube,
Ich glaube, hier kann ich speichern dann. Na gut. Dann können wir hier nächstes Mal weitermachen. Alles klar. Okay, und bis dann. Und gucken uns ja mal die Klosterführung an. Genau. Ciao. Bis dann. Tschüss.